Ich bin hier echt in der Klapse. Also, ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst dir ist es gelungen, die Bega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dein Garados dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur Garados, sondern auch deine anderen Pokémon. Warum habe ich nochmal diese Dinger da hinter mir? Was ist das? Was fliegt da hinter ihnen? Wir werden es nie erfahren. Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken um die Zukunft macht. Ich glaube, das einzige Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die ich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen, Klammer auf, Trump, Klammer zu, gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es so viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Es steckte jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für einen letzten Einsatz. Käst und auch ihr anderen, ich schenke euch das ewige Leben. Auf das die Blüte unserer Jugend nie vergeht. Bis es mir gelungen ist, eine Welt der Schönheit zu schaffen, solltet ihr ohne Aussicht auf Erlösung die Qualen einer vergänglichen Welt spüren. Käst, Senna, nichts wie weg von hier. Ich wäre gerne unsterblich. Ich wäre gerne unsterblich. Hallo, bitte wartet. Ich wäre gerne unsterblich. Ich kriege nicht das ewige Leben geschenkt. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich spiele Pokémon. Dann spielen wir nochmal gegen die Top 4. Sie sind alle tot. Die Häuser stehen noch übrigens. Das ist gar kein Problem. Da ist ein Loch. Ich. Puh. Zum Glück seid ihr alle wohlauf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bemerkenswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tierno, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, uns ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an die Steine auf Route 10 gebunden waren. Das Kämpfen habe ich allerdings Sina und Dexio überlassen. Sina und Dexio? Wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden. Mach dir keine Worte, Tierno. Wir haben alle unser Bestes gegeben, um Team Flares Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist uns nämlich gelungen, die Maschine im Flare-Labor zu zerstören, mit der diese Schufte die Frequenz unseres Holologs gekapert hatten. Na, dann ist die Sache mit Team Flare ja endlich vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann ich mich endlich wieder der Vervollständigung meines Pokédexes widmen. Puh, also ist der Spuk endlich vorbei, ja? Endlich kann unser Abenteuer weitergehen? Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und setze von dort aus meine Reise fort. Alles klar, macht, was ihr wollt. Danke, Käst. Freunde wie du sind wirklich Gold wert. Ich habe großen Respekt vor dein Können und genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Dazu bin ich fest entschlossen. Danke. Bloß nicht mir alles gönnen. Nee, ist in Ordnung. Der ist so groß. Warum ist er so groß? Die ultimative Waffe. Was macht denn der jetzt? Ich bin total verwirrt. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsam kam, kosteten sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Bauer hatte einen treuen Gefährten. Ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetat des Mannes blieb dem Pokémon nicht verborgen. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seine eigenen Wege. Das brach dem Mann, der alles geopfert hat, um das Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz.
Die beiden trennten nun die stärkste Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt worden. Dieses traurige Schicksal war fortan das Einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Du bist so ein echt ekliger Pokémon-Stalker. Du bist so ein mega, mega ekliger Pokémon-Stalker. Das geht gar nicht. Hör auf, die Pokémon zu stalken. So, hier ist gerade alles in die Luft geflogen und ich wette mit euch, die arbeitet trotzdem noch. Das ist hier scheißegal. Guten Morgen. Ja, hinter uns ist gerade die ultimative Waffe explodiert, aber ich lege deine Pokémon trotzdem hier drauf. Ich bin da so doof manchmal. So. Faszinierend, okay. Ja, alles gut. Ich gehe jetzt der beste Pokémon-Trainer werden. Die Geschichte bei Pokémon wird manchmal auch einfach lächerlich. Es tut mir wirklich leid. Es ist einfach lächerlich. Es kommt mir so unsagbar doof vor. Es kommt einem manchmal so unsagbar doof vor, dass du der Meinung bist, hier sonst wo zu landen. Holo-Nachricht erhalten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich will nicht in deine Stadt. Ich hoffe, es geht dir gut. Können wir uns in Mosaia treffen? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ich weiß noch nicht mal, wo Mosaia ist. Ist das die Stadt, wo wir jetzt hinkommen? Ich weiß nicht, was. Kenne ich Mosaia schon? Mosaia die Stadt, wo ich jetzt hinkomme? Mosaia ist jetzt die Stadt, wo ich hinkomme. Okay. Natürlich können wir uns da treffen, Professor Jackelhackel. Das wird gar kein Problem. Oh, wir dürfen sogar da durch. Dankeschön. Valet Estorili TT Melikile Weg. Hallo. Ach, es gibt noch Pokémon in dieser Welt? Ich bin so schockiert. Ob Stein oder Stahl, ich mach nicht halt und freue mich, wie mein Schuhwerk schallt. Es gibt hier Pokémon in diesem Spiel? Ein Kürtel. Es dampft. Es dampft hart. Das ist voll das dampfe Pokémon. Okay, wir machen einen Surfer und dann ist es gleich tot und dann machen wir uns schnell mal Level. Level 63? Ja. Hey, wir dürfen. Ist ja sehr effektiv und gibt vielleicht auch gar nicht wenig EXP. Mal gucken. 1555 ist wirklich nicht viel. Wenig. So, viel mache ich jetzt sowieso nicht mehr. Weil nach dieser Folge ist Schluss. Ein Kortel. Ich muss dann nochmal mit einem Geheimtraining anfangen. Damit wir nochmal Geheimtraining machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Welt gerettet. Jetzt können wir endlich weitermachen und Pokémon-Meister-Champion werden. Level up, Level 63. So, wen können wir denn jetzt mal in den Kampf jagen? 3, 61, 61. Ach komm, Damokles. Weil ich auch echt, echt gerne mit Damokles kämpfe. Weil es halt einfach so stark ist. Ich mag es. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch diese kleinen Leute hier fertig machen. Ich gehe bis an meine Grenzen, denn Teenager wie ich kennen keine Angst. Und schon ist er Vater geworden, weil er geht da bis an die Grenzen. Serapandra. Damokles. Ach ja, ein Piet. Das waren Zeiten, oder? Süß. Toll. Piet war trotzdem immer noch ein cooles Pokémon. Toll. Machen ja richtig Schaden hier, wa? Mensch, wir sind richtig unterwegs.
Schüttel, 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 schüttel. Dankeschön fürs Sterben. 3300 EXP. Gott, Käfer-Pokémon, ne? Martin erreicht Level 63. Ein Pinsir. Was ist jetzt eigentlich mit ich hab tatsächlich seinen Namen vergessen. Ach hier, Flordelis. Was ist eigentlich mit Flordelis jetzt passiert? Ist er da unten jetzt gestorben? Oder ist er freigekommen und macht jetzt Dinge, die wir nicht verstehen? Was macht denn er jetzt? Und er macht uns einen Schwerttanz. Lass ihn. Ich mach das da. Die beiden Pokémon. Ich kann den Namen nicht aussprechen, okay? Meins. Gewaltig, ein Hypertrank. Gewaltig, der Hypertrank. Der Hypertrank der Gewalten. Ein Pokémon. Das da. Könnte rein theoretisch mit Eisenschild. Alter, Level 46 sind die Pokémon. Diese Level 62, sorry. Ich komme immer noch, wenn ich die Zahl 46 sehe und so, denke ich mir immer so, oh Mann, das ist schon, sind voll die starken Pokémon. Wir sind Level 62. Wir sind viel stärker. In der Kanto-Region hast du, glaube ich, kein einziges Pokémon gesehen. Ein wildes, was Level 46 ist. Diese Region ist viel gefährlicher. Würde Ash Ketchum hier rumlaufen, würde er voll verlieren. Sandama. Ich mag Sandama total gerne. Ich finde Sandama total cool. Ich weiß nicht, es hat Stil, oder? Guckt es euch an. Es nutzt Erdbeben, um uns zu zerstören. Das ist voll süß. Eisenschädel macht einfach mehr Schaden. Oh, zerschnibbeln. Zersnibbler. Meins. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber meins. Und dann können wir übrigens da wieder grinden. Warte, das müsste die Taste sein. Yeah. Meins. Meins, meins, meins. Toll. Apple Plus. Hallo? Hallo? I have no idea where I am. Ach, da können wir zertrümmern. Okay, wir gehen aber nochmal ganz kurz erstmal hier den Weg hoch. Denn hier oben erwarten uns noch Pokémon-Trainer. Was ist dir beim Bergsteigen lieber, der Auf- oder Abstieg? Ich glaube, für alle Bergsteiger ist, glaube ich, der Abstieg am besten, oder? Fluschelig. Ich weiß nicht, was das ist. Achso, das ist dieses Furzkissen. Ja, Furzkissen. Furzkissen, Mon. Wie kann man ein Level 50er Furzkissen-Pokémon haben? Bleh. Bei dem Furzkissen kam Land mit. Schnell, Sanktoklinge. Furzkissen kein Donnerblitz? Aha. Ein Elektroboden-Pokémon, wa? Fast Level up. So, jetzt müssen wir uns aber mal ganz kurz heilen. Ein Hypertrank, weil ich will auch weiter mit Damokles kämpfen. Natürlich noch ein ganz faszinierenden Paraheiler. Weil wir ja aus unerfindlichen Grund wieder paralysiert sind. Naja, unerfindlich der Grund war es ja nicht, aber trotzdem. Lass mich raten, der da heilt. Hey. Könntest du mal mich... Ich wäre zu gerne in der Lage, die Attacke meines Pokémons auch selbst einzusetzen.
Na, ich hoffe nicht Lehmbrühe, Alter. Das wäre echt ekelhaft, Mädel. Das wäre jetzt schon ein bisschen wie Bebel, ne? Wenn es Lehmbrühe einsetzen möchte. Sprungfeder. Tschüss. Das trifft? Jetzt bin ich ver... Das trifft? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das trifft, ehrlich gesagt. Siri erreicht Level 62. Die Attacke von Pokémon machen ganz schön was her, nicht wahr? Ja, ich möchte, glaube ich, auch, dass du eine Sprungfeder bist. Okay, das... Okay. Das ist der Weg. Wer bist du? Mein Bruder verfügt über wundersame Kräfte, die Vor- und Nachteile vom Typen umkehren. Normalerweise sind Feuerattacken gegen Pflanzenattacken sehr effektiv. Aber wenn mein Bruder seine Kraft einsetzt, wartet eine große Überraschung auf den Trainer. Feuerattacken sind dann nämlich nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Los, nutze so oft es geht sehr effektive Attacken und räume damit so richtig ab. Es lohnt sich. Oh, es passiert nur ganz selten, dass sich mal jemand hierher verirrt. Du siehst aus wie ein starker Trainer. Möchtest du vielleicht mal eine ungewöhnliche Form des Pokémon-Kampfes ausprobieren? Ich nenne sie den Umkehrkampf. Mit meiner ungewöhnlichen Kraft kann ich die Wechselwirkung zwischen den Pokémon-Typen für kurze Zeit umkehren. Das heißt, sehr effektive Attacken werden zu nicht sehr effektiven Attacken und aus nicht sehr effektiven Attacken werden dann sehr effektive Attacken. Was sagst du? Klingt doch spannend, oder? Das Prinzip erscheint vielleicht nicht so schwierig, aber wenn man es dann ausprobiert, ist es doch komplizierter, als man denkt. Wie sieht's aus? Möchtest du dich mal den Umkehrkampf versuchen? Ja, komm. Sehr effektiv wird zu nicht sehr effektiv und effektiv wird zu nicht sehr effektiv, während sehr effektiv nicht sehr effektiv wird der Attacke. Ja, da weiß ich nicht mal mehr, was stark ist oder so. Alter, Level 55. Ach, warte mal, wir sind immer noch stark. Müsste das nicht sehr effektiv jetzt sein? Ich bin total verwirrt. Stahl ist doch jetzt, glaube ich, sehr schlecht für sowas, oder? Achso, ich wollte schon sagen, warum heilst du dich jetzt? Wir haben leider nichts, was jetzt schnell angreift. Weich aus! Naja, fast. Das Doofe ist, das Pokémon stirbt jetzt, glaube ich, auch und es gehen die EXP flöten, ne? Ach, leck mich am Arsch, ey. Es gehen tatsächlich die EXP von dem Assi flöten. Naja, der AP-Teiler hatte nichts zu tun. Martin, los! Ja, da muss ich auch echt sagen, ich habe keine Ahnung, was immer sehr effektiv ist und was nicht. Knirscher! Du kleine Sau hast aber auch... Warum kann der jetzt genau Feuerschlag? Ganz ehrlich, wenn ich diese Fähigkeit hätte, würde ich auch jedes Pokémon alles geben. Das gibt's ja gar nicht, ey. Seine ganzen Fähigkeiten sind immer sehr effektiv von diesen mediterranen Pokémon hier. Der macht uns ganz schön fertig mit seinen mediterranen Pokémon da, weil das alle jegliche Fähigkeiten beherrscht. Das ist jetzt einfach Krawumms ein. Ganz ehrlich, da kannst du gar nichts gegen tun. Jetzt kannst du gar nichts gegen tun jetzt hier. Krawumms ist ein normal Pokémon. Nichts ist gegen normal effektiv, außer Kampf. Nichts ist bei normal nicht effektiv. Was für ein Elefant setzt er ein? Estefan. Estefan. Ach, den. Ach nur, der Typ heißt Estefan. Ich bin echt verwirrt. Das merkt man richtig. So, Steigerungshieb müsste sehr effektiv sein. Haha. So, weg. War mal was Neues. Krawumms versucht, Schlafrede zu erlernen. Naja, passt ja zur Erholung, wa? Kannst du Attacken behalten.
Passt ja zur Erholung, wenn jetzt Schlafrede kommt. Mein Team steckt so eine Niederlage locker weg, aber ich muss mich jetzt erstmal wieder fangen. Oh. Ausgezeichnet, du hast das Prinzip des Unkehrkampfes ziemlich gut verstanden. Dafür schenke ich dir das hier. Ah, eine Beere. Du hast ganz schön meine Pokémon zugesetzt, muss ich aber sagen. Ich muss aber sagen, du hast ganz schön meine Pokémon zugesetzt mit dem Umkehrding. Aber macht nichts. Ein Geo-Röckchen. Warum kein Geowatz? Ich weiß niemals, glaube ich. Kann man wilde Geowatze, Macho-Mais und Gengars und so fangen? Geht das? So, ich gehe jetzt ganz schnell zurück. Wir heilen unsere Pokémon und machen sie wieder fit. Und dann speichere ich. Weil unsere Pokémon haben doch ganz schön auf die Fresse gerade bekommen. Ja. So, und dann verabschiede ich mich nämlich, denn wir machen jetzt erstmal Feierabend. Nachdem wir Team Flair erstmal komplett ausgelöscht haben hier heute, muss ich mich erstmal beruhigen. Völlig aufgebracht von den ganzen harten Pokémon-Kämpfen. So, ich mache auch noch ein bisschen Geheimtraining. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich mit einem Finsterstein starten und dann werde ich hoffentlich finstermäßig hier Damokles endlich entwickeln lassen und dann... Da bin ich einfach mal echt gespannt, was aus Damokles wert, außer ein Schild. Na gut, ich verabschiede mich jetzt aber. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Los, Damokles, verdien. Ich krieg einen Vogel, das nervt. Verdien. Leck mich. So, auf Wiedersehen.